Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Besuchertribünen. Ja, Haushalt 2017, wiederum keine Neuverschuldung, stark steigende Investitionen. Ich sage einfach nur Chapeau. Das ist keineswegs selbstverständlich bei durchaus vielen Begehrlichkeiten und Forderungen. Dahinter steckt harte Arbeit und ein hartes Ringen um die richtigen Weichenstellungen und um die richtigen Inhalte. Die Kunst dabei ist es immer, zu sparen, zu investieren, das dringend Notwendige nicht zu vergessen, eine gesunde Balance zu halten. So wie es jedes Unternehmen beständig tun muss. Vor allem unsere mittelständischen Betriebe gute, ausgezeichnete Arbeit abzuliefern, mit dem wichtigsten Potenzial, das sie haben, mit gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gut aufgestellt zu sein in die Zukunft und bereit zu investieren auf der Basis solider Finanzen. Und dort, wie hier bei uns im Haushalt gilt, Wachstum auf Pump funktioniert nicht. Und ich denke schon, dass wir sehr selbstbewusst sagen können, dass dies ein sehr solider Haushalt ist. Ebenso gilt auch für den gut aufgestellten Mittelstand, dass er sich auch darum kümmern muss, beständig starke und nachhaltige Investitionen zu machen, gerade in den Bereich der innovativen Technologien, in die Digitalisierung, in den Fortschritt, um aufgestellt zu sein für den Wettbewerb. Und deswegen, ich wiederhole das heute schon noch mal sehr bewusst, liegt die Investitionsquote des kommenden Haushalts so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr, bei rund 11% der Gesamtausgaben. Alleine im Vergleich zu 2016 investieren wir 4,6 Milliarden Euro mehr, insgesamt 36 Milliarden Euro. Wir setzen mit unseren Mitteln, mit unseren Haushaltsmitteln ein starkes Zeichen für das Zugpferd Mittelstand und Handwerk in Deutschland. Und sie sind das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Alleine in Bayern zählen zum Mittelstand über 600.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Und dazu kommen 190.000 Ausbildungsstellen in Stadt und Land. Und unser Ziel dabei muss es sein, die Investitionskraft und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Mittelstands zu befördern, dass dieses hohe Niveau der Arbeitsplätze und auch der Ausbildung, der Innovation, um dies halten zu können. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist hier besonders wichtig und vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch das wurde heute schon gesagt, fehlt hier oftmals das notwendige Kapital. Und deshalb haben wir im Haushalt darauf hingewirkt, noch mal 40 Millionen Euro mehr zur Verfügung zu stellen, als es im letzten Haushalt war. Nicht vergessen dürfen wir dabei auch unseren Tourismus. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze, mehr Arbeitsplätze als die Automobilindustrie. Und wir haben mit 32 Millionen Euro einen, denke ich, sehr gesunden Ansatz. Tourismus boomt in Deutschland. Es ist eine Wirtschaftsbranche ohne Ende. ZIM wurde schon erwähnt. Ich nenne es Zugpferd im Mittelstand. Es ist eines der meist nachgefragten Programme für marktorientierte Forschung, für Technologietransfer und für die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Ich nenne nochmal das Programm der industriellen Gemeinschaftsforschung, kurz genannt IGF. Auch hier ist es gerade für die KMU, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen enorm wichtig, die Forschung voranzutreiben, die Produktentwicklung, die der Produktentwicklung vorgelagert ist und mit diesen neuen Trends dann auch auf den Markt gehen zu können. Aufgestockt auch nochmal die Mittel für Go Digital. Und vor allem auch hier sind es unsere kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich der Digitalisierung stellen müssen und für die dieses Programm ein ganz toller Faktor sein kann,
bei der Unterstützung, sich im Bereich der Informationstechnik fit zu machen. Und eines, denke ich, sollten wir schon auch hier heute festhalten. Es sind gerade neben der Industrie auch unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen, die mit ihren Mitarbeitern, sind die Handwerksbetriebe, die mit ihren Familien das Rückgrat auch bilden, die den Mittelbau in unserer Gesellschaft bilden. Und diesen Mittelbau gibt es auch bei all unseren Überlegungen zu fördern und zu fordern, damit hier wirklich keine Probleme entstehen. Denn sie tragen am allermeisten die Last der Herausforderungen, die vor uns liegen, auf ihren Schultern. Und die warten auch auf Steuerentlastung. Die warten darauf, dass wir das auch angehen, was wir ihnen versprochen haben, wenn es möglich ist, dem Haushalt ihnen auch Steuern runterzuholen. Dies ist ganz wichtig für unsere künftige Arbeit. Und eines muss auch ganz klar sein für uns. Investitionsprogramme, vor allem auch für Gründerinnen und Gründer, sind nur dann effizient und hilfreich, wenn damit keine neuen, oftmals unnötigen Anforderungen geschaffen werden. Das Unwort heißt für mich immer Bürokratieschaffung. Und unser Fraktionsvorsitzender Kauder hat es gestern sehr schön gesagt. Es liegt manchmal wie Mehltau drüber, das dann klebrig macht und einfach nicht diesen Schwung bringt. Und ich denke, mit unseren Bürokratieentlastungsgesetzen gehen wir hier erste wichtige Schritte, aber die reichen noch lange nicht aus. Zusammenfassend lassen Sie mich sagen, der Haushalt setzt die richtigen Prioritäten, ohne neuen Schulden, mit Investitionen in die Zukunft. Wir gestalten Zukunft. Und unsere bisherige Bilanz, es wurde schon erwähnt, und ich denke, das müssen wir auch immer wieder ganz selbstbewusst auch wiederholen, damit es auch ankommt bei den Menschen. Wir haben Rekordbeschäftigung. Wir haben eine so niedrige Arbeitslosigkeit wie nie seit der Wiedervereinigung. Wir haben solides Wachstum in der Wirtschaft, massive Investitionen in die Infrastruktur, ein stärkerer Anstieg von Löhnen, Gehältern und Renten. Und das alles ist nicht Gott gegeben. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir können und dürfen uns darauf auch nicht ausruhen. Wir stellen uns nicht hin und reden einfach alles schön, aber wir reden auch nicht alles schlecht, Herr Schlecht. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns ein klares Profil, klare Ansagen, die Orientierung geben. Und dieser Haushalt ist eine klare Ansage an Handlungsfähigkeit und Kompetenz und an Zuverlässigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass wir dazu kommen, dass wir sagen, wir sind dafür und nicht dagegen. In diesem Sinne, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Julia Verlinden ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.